Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, wieder aus dem Friaul. Und ja, heute verlassen wir den schönen Platz, aber tatsächlich vermutlich endgültig. Eigentlich wollten wir ja schon gestern weg, aber eben der Schnee auf den hohen Bergen hält uns nochmal hier. Gibt Schlimmeres. Ja, bei uns ist leider keine Öl mehr in der Vorderbremse. Die kann man durchziehen, ohne dass was passiert. Blöd. Daher müssen wir jetzt erstmal zum Bike-Shop, währenddessen die anderen schon losradeln. Deswegen nehmen die jetzt die GoPro mit und hoffentlich treffen wir uns dann irgendwo auf der Hälfte der Abfahrt oder so. Dann geht's wieder gemeinsam weiter. Genau, so haben wir den Plan. Es war gestern noch spontanes Umplanen dann angesagt, dass wir so gemacht haben, dass wir einen Schnittpunkt haben. Hoffen jetzt aufs Beste und ja, sehr viel Spaß. So, für uns geht's heute das Valalpertal einer. So wunderschön da. Und es sind so geile Gumpen überall. So nett da. Und schau es mal vorne. Das Massivo. Wie geile Berge da sind. Wow. Ja, weiter sind wir schon gekommen. Und da ist richtig steil. Ja. Und mit dir zum Drehen. Ja. Da ist nicht so ein bisschen Zeit. Radl ist wieder repariert. Wir sind auch schon am Standort, wo Martin und Vicky auch starten. Und ja, jetzt geht's für uns dann los. Wahrscheinlich stoßen wir auf der Hälfte zu denen dazu. Mich hüpfen irgendwelche Sachen aus dem Bus an. Ich glaube, er möchte nicht präsentiert werden mit Adiletten und Säckchen. Keiner weiß warum. Wow! Geil, was sie da schon wieder für ein Bergmassiv vor uns auftut. In die andere Richtung ist übrigens auch nicht ganz verkehrt. Wenn auch nicht so wild. Aber trotzdem cool. Kätzchen müde. Da links sind ein paar Überreste von der Valo-Alpino-Straße oder der Mauer, oder? Ja. Sieht voll episch aus. Echt schön. Teilweise nur voll gut beieinander und teilweise echt leider schon zerfallen. Relativ wenig. Ja, bis jetzt noch Viecher drauf. Eichelhahn, Reh, Mäuse sowieso, alles. Schiebend. Das Ganze jetzt weiter. Was da echt extrem ist dieses Jahr, der Schneebruch. Brauchst du ein bisschen für die Creme? Nein, so geht's gut. Ja, bin ich oben, super. Es hat so viel Schnee gehabt heuer. Ein Winter, jetzt hat es wirklich kalt, weil da war der Übergang halt von warm auf kalt. Und die Härchen, was man die ganzen Wipfel sind hier bei den Bäumen, ist echt schade. Aha. Bis jetzt geht es super der Weg zum Affenschirm, tadellos. Lass mal sehen, wie lang, wie gewiss, wie oft man flachen, gell? So, bis hier kommt man fahren, jetzt sind wir auf 1280 Höhenmeter circa und ab jetzt wird geschoben oder getragen. Mal sehen, was noch so kommt. Ja, Brotzeit, Jausen von gestern sozusagen. Also unser Abendessen von gestern. Mach mal auf das Döschen. Zeig her, was wir Gutes haben. Aber wehe, es isst uns jemand was weg. Ich habe ein eigenes, keine Panik. Nee, die Zuschauer. Ach so. Könnt ihr es riechen? Lecker Nudeln, was Petra diesmal gekocht hat. Ja, kaum zu glauben. Ich kann auch seine Schnitzeln zusammenwerfen. Aber du musst mal das Rezept posten. Aha. So, wir sind da bei einem kleinen Aussichtspunkt. Da drüben ist Vicky der erste Berg, was jemals im Friaul gemacht hat. Das war der Monte Tecnica. Echt eine coole Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Wow. Casera Forcuta. 1931 gebaut. Wow. Richtig lang, richtig alt. Was mich wundert, warum da 1931 ausgekratzt worden ist bei allen, die Logos bzw. das bei jedem, keine Ahnung, weil ganz gern sind vor der Jahreszahl oder Jahreszahl Logos drin, oder ist es das Logo oder war da was oben? Gute Frage, vielleicht weiß das wer, dann bitte in die Kommentare, echt interessant, weil dass man so Symbolik wegkratzt, finde ich aber schade. Also echt ein wunderschöner Platz da, kann man götten lassen. Was wir nicht gelten lassen, kann mein Rucksack, hat sich der Riemen aufgelöst. Also 50% vom Riemen. Das ist nicht cool. Jetzt habe ich keinen Brustgurt mehr, da ist normal so ein blödes Hackerl rum. Ja, das was du hast, das reißen wir dann nachher. Wir werden weitergehen, das ist eingefallen leider schon. Und einen Gipfel noch machen. Ja.
So, Zwischenstation. Eigentlich cooles Panorama. Wieder ein bisschen diesig. Aber die Almen sehen nett aus. Bella, Petra beim Klettern. Ja. Normal macht es immer super Regen. Ja, die Querung hier, die zieht sich ganz schön. Wie ihr bei dem einen Baum gesehen habt, liegen hier nicht nur der eine, sondern einige davon rum. Und dementsprechend sind wir schon ganz verkratzt. Mal schauen, wie lange es noch so weitergeht. Naja, wir sind immer noch in der Querung. Und ihr seht, es liegen auch immer noch ein paar Bäume rum. Das ist aber jetzt harmlos im Vergleich zu dem, was wir sonst so gekreuzt haben. Und jetzt sind wir trotzdem gespannt, was uns noch so erwarten wird. Ja, das mit den Bäumen ist jetzt besser. Dafür haben wir wieder Schnee gefunden. Aber genau das Stück, wo der Weg geht, das ist nicht abgeschmolzen. Aber genau eine Radbreite. Helder oder Felder? Schaut mal, wie viel Schnee hier einfach noch liegt. Komplett bis hinterm jetzt im Schneefeld. Wir sind bei Nina auf Kraxeln. Jetzt denkt sich das einmal, wir sind auf kurz knapp 1700. Es ist eigentlich Westseiten geneigt. Und es liegt noch Schnee. Da unten. Also als hoher Geschnee ist es brutal. Bis jetzt war es halt hübsche Zecklerei, weil die Bäume bei drei gelegen sind. Und gar nicht so die Bäume eigentlich, die großen. Aber das Ostwerk hat dann wieder gefangen, die wie im Spinnennetz. Da herrscht jetzt schon Frühling im Juni. Kokos kommen raus und so. Und ein paar Meter auf für da oben war dann Ende im Gelände und der Gipfel. So, lala. Wir haben es geschafft. Schaut euch das Panorama aus. Bis an Kanin, da kannst du noch Skifahren. An Montage. Da vorne Wallaupa. Da vorne gehen unsere drei solche. Oder ja. Einer von unseren drei, es waren zwei möglich. Ja, zurück hinten war Ponteva. Da geht es auf den Nassfeldpass. Maluch-Trail, den sieht man sogar ein bisschen eichig geschlagen. Atemberaubend halt einfach. Da außen, den haben wir auch schon gemacht, Monte Zermula. Hinten außen Monte Tecnica. Richtig großes Kino. Paolaro da unten. Vorne. Paluzza dann. Hinten gehen jetzt noch Dolmetscheuche. Und weiter hinten sehen wir nicht aus wie die Dolomiten. Und Blick Richtung Süden. Also wirklich atemberaubendes Panorama da herum. Und einfach einmal wirken lassen. Und wir haben bis jetzt nicht einen Menschen getroffen. Das ist irre. Also viel mehr geht, glaube ich, nicht mehr. Und einfach sowas von beruhigend, das Ganze. Obwohl da auf der Kampf der Joch war, wo sind die Radl, die haben wir nicht mitgenommen. Die sind 50 Meter drunter geblieben. Weil die letzten Meter waren einfach schon zum Klettern. Das ist ein kleiner Klettersteig, ist 60 durch. Da sind wir aufgeklettert. Ja. Und vorne fällt auch relativ steil an gleich. Der ist super ausgespumpt, wundert mich, dass keine Militäranlage ist. Genau, so geht es dann da euch. Um Gipfel der Abstieg, was hast du da Staudenberg? Ungewohnt bei den Trail. Wo jetzt so, da kommen teilweise die Kriegsfragmente raus. Ja, und da gehen wir es jetzt durch. Ja. Boah, ist das eng! Das ist auch gehört. Ja, voll. Echt so. Das ist ein Zeichen, dass es warm ist, wenn sie die Wege mit Schnee einreibt. Ja, zum Platz selber. Historisch Wahnsinn, was da gebaut worden ist. Es ist der ganze Kamm um befestigt. Sehr, sehr imposant und sehr eindrucksvoll. Und auch faszinierend, man muss denken, die Steiner sind da alle blank geschlagen. Jetzt könnt ihr es einmal daheim probieren. Und wenn ihr einen Kalkstein habt, haut es einmal die nachher, probiert es einmal so herschlagen, dass er komplett plan ist. Also die haben damals wirklich was geleistet, abnormal. Und das geht dann bis da auf und durch den Berg, der Stollen durch und dann kommt oben zu dir an. Das hört gar nicht mehr auf. Da kommt ein Schneefeld nach dem anderen. Das war Schnee. Ansonsten wird es hier immer düsterer. Aber ich glaube, ab der Alm
geht es für uns dann auch runter. Naja, bei der Hütte ging es doch noch nicht so ganz runter. Aber jetzt haben wir es dann wirklich bald erreicht. Dafür ist der Himmel jetzt schon tiefschwarz. Nico macht ein paar extra Meter. Der ist nämlich zu weit gefahren. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich geht es hier runter für uns. Und hier seht ihr, es ist schon echt sehr schwarz mittlerweile. Deswegen schauen wir, dass wir loskommen. Wie ihr gesehen habt, sind Martin und Vicky über den Gipfel gegangen und wir sind außen rum gequert. Das ist beides möglich. Der Gipfel hat ca. 200 Höhenmeter mehr, also eigentlich nicht die Welt. Aber sie haben uns empfohlen, den auszulassen, weil sie diese 200 Höhenmeter doch noch ganz schön lange gebraucht haben, da das wohl sehr unwegsam und schwierig zu gehen war. Allerdings war das Queren auch nicht ganz so einfach, weil wir ein Schneefeld nach dem anderen abbekommen haben. Nichtsdestotrotz sind wir dann alle zusammen auf dem gleichen Trail gelandet, wenn auch leider nicht gleichzeitig, weil das Wetter einfach nicht so ganz mitgespielt hat und die beiden dann natürlich nicht auf uns gewartet haben, sondern geschaut haben, dass sie auf jeden Fall trocken runterkommen. Ob wir es auch ohne Gewitter schaffen, das zeigen wir euch im Verlauf des Videos. Aber ihr seht eindeutig, bei den beiden ist es noch super sonnig und bei uns schon um einiges bedrohlicher und düsterer. Ja, bis die Bremse dann tatsächlich wieder aufgefüllt werden konnte, hat es leider ganz schön lange gedauert. Wir waren zwar natürlich direkt zur Ladenöffnung vorm Bikeladen gestanden, aber da war schon ein Vertreterteam dort und da war nur ein einziger Mensch im Bikeladen, ich glaube, das war der Besitzer selbst, und der musste sich dann erstmal um die Vertreter kümmern. Und so sind wir erst so auf ca. 11 Uhr im Laden losgekommen. Ui, seht ihr das jetzt? Da ist die Kamera, die kleine Insta 360 Go, rausgefallen, weil der Nico am Baum gestriffen ist. Das kann sie dann natürlich nicht mehr halten, aber die hat ganz brav weitergefilmt. Also wir klipsen die da so hinten rein, wie ihr seht. Die Halterung hat sogar einfach gehalten. Nur die Kamera ist durch die Erschütterung beim Baum, beim Hängenbleiben einfach rausgefallen. Hat ihr aber nichts ausgemacht. Also super, super cool. Nur aufpassen muss man eben, dass man das mitbekommt. Und den ganzen weiteren Verlauf der Tour wird immer so ein bisschen zwischen Martin und Vicky und uns hin und her wechseln, bis wir uns dann letztlich tatsächlich wieder treffen. Also wir sehen uns schon wieder. Keine Panik. Cooler. Der Trail sah so aus, dass er oben, da wo wir dann eben wieder zusammengekommen sind, davor konnten die beiden auch nicht fahren, da mussten die wieder runtertragen, leider. Auf jeden Fall war der oben richtig schön, so ein typischer Gipfel-Waldbereich-Trail, sage ich mal. Also schon so ein bisschen eingewachsen mit Latschen, aber ein toller, griffiger Boden, also einfach richtig, richtig cool. Dann kam leider wieder eine Passage, wo ganz schön viele umgestürzte Bäume drin waren. Zum Teil schon rausgeschnitten, sodass man durchfahren konnte. Zum Teil aber eben leider auch trotzdem wieder so, dass man drüber klettern muss. Und das dauert halt immer ganz schön lange, weil man halt dann nicht nur selbst hängen bleiben kann, sondern mit dem Fahrrad und die breiten Lenker. Und also da war auch beim Runterfahren schon wieder einiges an, Aufhaltspotenzial geboten. Dann dauert das halt alles immer viel länger, als wenn man einfach nur durchfahren kann, natürlich. Ansonsten war der Weg aber wirklich mega schön, hat super viel Spaß gemacht, und auch wenn uns die schwarzen Gewitterwolken so ein bisschen gejagt haben, sind wir relativ trocken geblieben. Erstmal zumindest. Und ihr seht, es geht halt immer mal wieder durch den Wald durch und dann ist wieder offen und dann geht es auch wieder an ein paar Ruinen vorbei. Also super abwechslungsreich und wirklich super, super cool. Oh, die Mauer da. Just send me a prayer and I'll spread my wings in the sky. Let's go, I'm waiting.
Irgendwas zwischen 5 und 6 und bei denen halt so 2-3 Stunden früher. Also hätte es eigentlich bei uns beiden noch richtig hell sein müssen. Aber das war eben diese Gewitterstimmung, die es so düster gemacht hat. Da ist meine Frage dazu, wie haltet ihr das so? Fahrt ihr dann trotzdem weiter? Ich meine, wenn man mal über den höchsten Punkt ist, dann gibt es ja eh keinen Zweifel mehr, dann muss man ja weiter. Aber wenn sich das langsam aufbaut und ihr könntet noch umdrehen, fahrt ihr dann trotzdem weiter und sagt euch, naja, wird schon gehen. Oder ist, sobald es so ein bisschen düster wird, so ups, dann doch besser umdrehen. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das doch gern mal in die Kommentare. Also voll super. Der Trail hat uns ausgespuckt. Yes. Auf die Straße. So ist es. Aber meine Fingerchen tun mir auch schon weh. Ja, und jetzt nachher geht es dann noch zum Essen wieder mit Martin und Vicky. 3/4 Stunde haben wir noch. Händel wird. Bei der Rückfahrt mit dem Auto haben wir euch noch die Kamera ein bisschen dran gelassen und auf Zeitraffer gestellt, weil das ganze Tal, das ist das Val Auper, sieht halt einfach wunderschön aus. Und ja, da wollten wir euch einfach auch noch ein bisschen mitnehmen. Zum Abendessen geht's dann, wie angekündigt, wieder gemeinsam. So, also wir alle wieder zusammen beim Essen. Im Moment gibt's gerade Calamari und Pommes. Deswegen wenig Zeit. Kurz unterbricht die Petra eben als Harz an den Fingern pech, weil ich habe mit der Motor so gesehen, die Bäume rausgeschnitten. Ich habe das im Video gesehen, es war kaum mehr was drin und sie hat wirklich nur noch leichten Bewuchs gehabt. Bei uns also wirklich heftig, das wäre mir jetzt wirklich was verdient. Sehe sie Naschkatzen, kriegen ja auch eine kleine Portion.
Das ist ja nichts. Ja. Macht es gut. Wir haben Hunger. Tschüss. Bis bald.